Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt schön sportlich fair ebenfalls. Ja, schreibt noch ein paar Partien gerne in die Kommentare. Jetzt geht aber auch bald dritte Liga los. Und ja, gar nicht viel Rumgelaber. Los geht's mit Chemnitz gegen Alanyaspor. Der Chemnitzer FC empfing im Gellert-Stadion Alanyaspor, den türkischen Erstligisten. War also ein Klassenunterschied durchaus gegeben, aber von der Qualität her nahmen sich die Teams zumindest in der Anfangsphase hier nicht wirklich viel. Und dann konnte Hoppe direkt mal einen Abschluss aufs Tor bringen, der war gar nicht mal so schlecht. Ging dann im Endeffekt knapp drüber, aber Chemnitz zeigte, dass sie auch offensiv einige Zeichen setzen wollten. Alanyaspor aber auch nicht von Unbekanntheit geprägt. Jelzina auf Papi Stemba, CC legt drüber und ein fantastisches Tor von Efecan Karaca in der 30. Minute. Da konnte dann Jakubov nicht mehr viel halten. Doch der Chemnitzer FC spielte weiterhin nach vorne. Der ein oder andere Fehler schlich sich dann doch ein, eine Woche vor Beginn der dritten Liga. Die Flanke hier in diesem Fall von Shakala würde dann aber nicht wirklich gefährlich. Nach 45 Minuten stand es dann 0:1. Er hier hatte den Treffer erzielt. Chemnitz noch etwas zu harmlos nach vorne, aber das wurde dann im zweiten Durchgang nochmal verbessert. Garcia von Bonga Bedin kommt nicht durch. Redemann, Tarsis Bonga. Wechsel von FSV Zwickau zeigte hier in Ansätzen immer wieder, was für eine Gefahr von ihm ausgehen kann. Jetzt über die linke Seite wieder Redemann. Der machte eine gute Partie, schöne Flanke und dann Daniel Fran, der Captain des Chemnitzer FC mit dem Kopfstoß, der aber etwas über den Kasten hinwegfliegt. Schlussphase, nochmal Chemnitz, Eckball von der rechten Seite, Garcia bringt ihn rein, Hoppe kommt nicht durch, Hoppe versucht's nochmal. Szene noch nicht geklärt, Garcia nochmal mit der Flanke, Hoppe verlängert, dann war die Szene aber entschärft. Und es blieb beim 0:1, doch der Chemnitzer FC hat sich gegen den türkischen Erstligisten vor allem im zweiten Durchgang sehr gut geschlagen. Der Punkt oder das Unentschieden, besser gesagt, wäre durchaus denkbar gewesen. Der SV Werder Bremen spielte gegen den SV Darmstadt 3x 30 Minuten statt 2x 45. Aber das sollte im Endeffekt ja aufs Gleiche hinauslaufen. Gebre Selassie über die rechte Seite nimmt Golla mit. Schöne Flanke auf Milot Rashica. 1:0 für den SVW in der 20. Spielminute. Vorher war es erstmal ein ziemliches Abtasten. Darmstadt ist ja in der Vorbereitung schon etwas weiter, da geht die Liga ja schon am 26. Juli für sie los, beziehungsweise für sie am 28. dann beim Hamburger SV. Gebre Selassie kurz vorm ersten Seitenwechsel dann nochmal mit der Möglichkeit, scheitert aber an Schuhn, der den Ball hier sogar festhalten kann. Die erste halbe Stunde ging ganz klar zugunsten der Bremer aus. Nun wurde Darmstadt aber auch mal nach vorne etwas gefährlicher, das ist Braden Manu. Neuzugang vom hallischen FC, Braden Manu, und der macht den Ausgleich. 44. Spielminute, bleibt davor Carpino eiskalt, schießt ein ins kurze Eck. Doch Bremen wollte schnell die neue Führung herausschießen. Rashica zu Golla, Rashica, aber Schuhn beweist sich und ist schnell genug unten. Nochmal der SVW vom nächsten Seitenwechsel. Shahin Rashica und Aluminium. Das war jetzt auch etwas ärgerlich. Ging dann mit dem 1:1 ins letzte Drittel. Und Gebre Selassie über die rechte Seite sehr auffällig. Golla, Osako, wieder Gebre Selassie ist im 16er. Kevin Möwald ging dann aber knapp drüber. Man merkte nicht unbedingt, dass Darmstadt schon deutlich weiter war. Über weite Strecken. Zum Ende hin ging dann den Bremern aber zumindest etwas
die Luft aus. Heller und Serdar Dursun, Johannes Wurz zu Härtner, Dursun und das 2:1. 85. Minute. Die Körner fehlten den Bremern am Ende noch. Kann man ihnen nicht als Vorwurf stricken, so zu Beginn der Vorbereitung. Ärgerlich ist es allemal. Der SV Darmstadt gewinnt gegen den SV Werder Bremen im dritten Drittel mit 2:1. TSG Hoffenheim gegen Eintracht Braunschweig. Für Braunschweig ist es so nochmal ein richtiger Härtetest, bevor dann die dritte Liga losgeht in einer Woche. Gegen Hoffenheim sollte es dann nach der Niederlage gegen Hertha gegen den nächsten Bundesligisten gehen. Und sie versuchten sich auch von vorne an Möglichkeiten zu erspielen. Aber es war über weite Strecken etwas zu unglücklich und Hoffenheim war in der Verteidigung schon mal sehr konzentriert aufgestellt. Florian Grillitsch nimmt über die rechte Seite Brinett mit. Ochs ist mitgelaufen, Grillitsch legt nochmal zu Brinett. Schöne Flanke, etwas zu weit. Stafelidis, Neuzugang von Augsburg, sieht dann aber Grillitsch in der Mitte und der nickt das Ding ein. 37. Minute, viel passierte, chancentechnisch nicht im ersten Abschnitt. Dann war Hoffenheim in diesem Fall aber sehr effektiv. 45 Minuten dann von der Uhr, war kein begeisterndes Spiel bei sehr hohen Temperaturen, aber Braunschweig hielt hier mit dem Bundesligisten sehr gut mit. Im zweiten Durchgang dann Hoffenheim aktiver nach vorne. Jules Linton mit der Flanke und Sagis Adamian vom SSV Jahn Regensburg gekommen. Hier mit der Direktabnahme, da fehlte nicht wirklich viel. Jasmin Fejsic ist glücklich sicherlich, dass er hier nicht eingreifen musste. Die Blauen jetzt etwas besser drauf. Sagis Adamian zu Joel Linton, der zieht den Ball nochmal zurück. Trotzdem ein starker Abschluss und Jasmin Fejsic mit der Parade. So wichtig, dass der in der letzten Saison wieder zurückgekommen ist. Er trug seinen Teil zum Klassenerhalt mit bei. Ochs, überragende Einzelaktion, aber wieder scheitert er hier an Jasmin Fejsic. Und das war dann auch die letzte Aktion kurz vor dem Ende. Braunschweig kam nicht mehr zum Ausgleich. Taten sich schwer nach vorne zu spielen im zweiten Durchgang. Und somit ist dieser Sieg für Hoffenheim absolut verdient. Huddersfield Town gegen den Hamburger Sportverein am Sportplatz Langau. Die ein oder andere kleine Tribüne ist hier durchaus vorhanden. Es ist kein großes Stadion, dennoch waren sehr viele Zuschauer dabei und wollten sich das gerne anschauen. Den Premier League Absteiger gegen den Zweitligisten HSV. Aber es ging dann erstmal besser los für die Engländer. Huddersfield schlug zu. Erst eine starke Parade von Heuer Fernandes. Im Nachschuss ist Diakabi aber dann da und schießt ein. Doch der HSV jetzt auch gefährlich nach vorne und kam dann in der 27. Minute zum Ausgleich durch Jeremy Duziak. Der muss sich ja besonders viel Mühe geben, um dem Hamburger Anhang zu gefallen. Kommt ja vom Konkurrenten aus St. Pauli. Aber der HSV war jetzt hier griffiger als in einigen Partien vor dieser. Eben ein richtig ernstzunehmender Gegner, Huddersfield Town. Hier scheitert Jatta aber am Verteidiger. 1:1 nach 45 Minuten. Das ging unter dem Strich auch so klar. Duziak hatte eben den durchaus ansehnlichen Ausgleich erzielt. Im zweiten Abschnitt dann Huddersfield aber wieder von Beginn an besser auf dem Platz. Eckball von der rechten Seite, Billing mit dem Kopfball, kriegt den aus zu spitzen Winkel, aber nicht mehr rumgerissen und trifft dann nur das Außennetz. Hinterseher störte von hinten noch ausreichend. Aber Huddersfield im zweiten Durchgang, wie gesagt, griffiger und gefährlicher. Nächste Möglichkeit, Grant, aber Everton ist dazwischen. Der Neuzugang vom 1. FC Nürnberg steht genau richtig und verhindert damit den Einschlag. Fraglich, ob Heuer Fernandes
den ohne weiteres pariert hätte. Der HSV dann über Konter gefährlich, hier schon kurz vor dem Ende. Kittel schickt Khaled Naray, der verschleppt etwas das Tempo, ist trotzdem nicht schlecht gemacht. Sonny Kittel steht dann aber im Abseits. Aber zumindest nochmal einen Abschluss sehen wir dann in der Wiederholung. Es war wirklich haarscharf und ja, vielleicht das Knie im Abseits. Ein leistungsgerechtes Unentschieden am Ende, wovon der HSV durchaus noch positive Sachen mitnehmen kann. Der VfB Stuttgart trat im St. Jakob Park in Basel gegen eben den FC an und wollte hier gerne nach dem Sieg über Zürich die nächste Schweizer Topmannschaft besiegen. Daniel Didavi zeigte dann erstmal, wie es gehen kann. Schöner Abschluss aus der zweiten Reihe. Omlin kann es dann halten. Etwas zu zentral geschossen, dieser Linksschuss. Doch die Schwaben zeigten wirklich sehr gute Ansätze nach vorne über die Davi, dem Motor des Stuttgarter Fußballs. Carazor, Gonzalez und dann Carazor von den Kieler Störchen gekommen. Hier trifft er den Ball aber suboptimal. Dementsprechend geht er dann erstmal auf die Tribüne. Der FC Basel enttäuschte wirklich, aber Stuttgart machte das auch wirklich gut. Askar Sibar, Mario Gomez. Über Umwege bekommt er den Ball, kriegt dann auch den Abschluss. Der kullert dann aber links am Tor vorbei. Fehlte wirklich nicht so viel. Dann war erstmal Pause, 0:0. Der FC Basel wirklich etwas enttäuschend. Der VfB Stuttgart hingegen zeigte eine gute Partie, brauchte aber noch einen Treffer. Askar Sibar auf Gonzalez über die linke Seite. Das ist ein genialer Ball zu Daniel Didavi und der macht dann in der 60. Minute das hochverdiente 1:0 für den VfB. Schöner Schuss, war im Übrigen auch kein Abseits. Insua, Gomez, dann wieder Didavi, Aluminium, Szene noch nicht geklärt. Über Umstände die Szene dann entschärft. Gonzalez nochmal. Nein, Omlin bekommt den Ball. Schöner Schuss von Didavi. Der hatte richtig Spaß am Abschluss gefunden. Nochmal eine Standardsituation. Und das ist der Neuzugang vom FC Bayern München 2. Maxim Avoca mit dem 2:0 in der 72. Minute. Nickt das Ding ein. Und entscheidet damit diese Freundschaftspartie. Der VfB Stuttgart hat wirklich überzeugen können. Die Schweizer hingegen müssen sich noch deutlich verbessern. Das war heute wirklich nicht ihr Tag. Rapid Wien trat im Allianzstadion gegen den 1. FC Nürnberg an. Und hier kommt das Wort Freundschaftsspiel noch auf eine ganz andere Ebene. Eine Fanfreundschaft vereint diese beiden Teams. Der 1. FC Nürnberg hatte hier die bessere Anfangsphase. Strebinger im Tor von Rapid musste sich dann direkt mal beweisen, auch wenn der hier etwas zu mittig geschossen war. Eine ausgeglichene Partie im ersten Durchgang. Der Abschuss ist dann da und Luxe beim 1. FC Nürnberg im Tor, der Neuzugang, kann sich hier dann auch mal auszeichnen. Und gibt dann direkt weiter Anweisungen für diesen Eckstoß. Der ist nämlich gar nicht mal ungefährlich, weil Dibon auch zum Kopfball kommt und den Kasten nur um einen halben Meter verfehlt. Keine Tore nach 45 Minuten, eine ausgeglichene Partie. Nürnberg nach vorne vielleicht etwas weniger aktiv als Rapid Wien, aber wirklich nur marginal. Der Club machte das jetzt im zweiten Durchgang dann aber noch besser. Das ist Nicola Duvedano und Felix Okemper mit dem Abschluss aufs kurze Eck. Strebinger ist wieder da. Schöne Kombination zweier Neuzugänge hier in dieser Szene. Und Felix Okemper, Ex-Magdeburger, mit dem Schuss, der vermutlich auch vorbeigegangen wäre.
Anschließender Eckstoß. Von der rechten Seite wird zunächst geklärt, aber Handwerker legt ihn nochmal raus. Petrak macht das clever. André Petrak kommt erst nicht durch, bleibt dann dran und schließt selber ab. Aber direkt auf den Mann. Strebinger ist wieder da. Kurz vor dem Ende dann nochmal Rapid Wien mit einem Akzent nach vorne. Das war etwas schwächer im zweiten Durchgang. Schlossberger jetzt über die rechte Seite und dann Sörensen. Fast mit dem Eigentor, ebenfalls Neuzugang von Jan Regensburg gekommen. Am Ende bleibt es verdientermaßen unterm Strich beim 0:0. Jo, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Ja, das war's mit der Prognose übrigens. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.